Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, bitte, könnte genauso gut heute wie vor 10 Jahren passiert sein. Diesmal handelt es sich aber nicht nur um ein kleineres Delikt, sondern um einen groß angelegten Bandenschmuggel. Ich muss schon sagen, Chef, der Wagen ist eine Wolke. Wie der den Berg hochzieht, prima, was? Die Maschinenteile hinten müssen uns ja auch nicht alle von Pappe. Am liebsten würde ich gleich bis Mailand durchfahren. Immer nicht so happig, mein Junge. Zürich ist auch eine ganz schöne Stadt. Ach, Zürich ist doch ein alter Hut, da bin ich schon oft gewesen. Kennst du eigentlich die Zöllner an der Grenze gut? Klar, vor allem die bei der Hauptzollstelle in Konstanz. Am Emmishofer Tor? Ja, bei denen geht's am schnellsten. Hast du niemals Ärger gehabt mit denen? Nee, warum auch? Wegen ein paar Schachteln Zigaretten und einer Flasche Schnaps, die ich in der Schweiz billiger kriege, werde ich mir doch nicht mit den Zöllnern verderben. Recht hast du, Peter. Wer wegen so kleiner Fische seine weiße Weste riskiert, der ist nur dämlich. Weiter nichts. Ah, Tag, Herr Kemp. Na, hat Ihnen der Chef endlich mal einen von seinen neuen Wagen anvertraut? Im Gegenteil, weil er es nicht gemacht hat, habe ich gekündigt. Wo sind Sie jetzt? In einem kleineren Betrieb. Aber dafür habe ich einen prima Wagen. Der Chef ist okay. Der fährt sogar selber als Beifahrer. Aber was haben wir denn heute Schönes? Maschinenteile von der Lörz AG nach Zürich. Mhm. Na, schauen wir mal. Herr Fröhlich. Ich komme. Das ist mein Chef, Herr Haberschlag. Sehr angenehm. Ja. Überprüft, in Ordnung. Ja, gut. So, Herr Kemp, jetzt kriegen Sie noch Ihre Stempel und dann ab durch die Mitte. Können Sie ruhig nehmen. 60 Pfennig, echte Brasil. Ja, sehr nett, aber im Dienst lieber nicht. Dankeschön. So, und jetzt ab zum Schweizer Zoll. So, das ging in dieses Brezelbacken. Na, was soll schon sein? Mehr als nachsehen, ob die Nummern stimmen, können die auch nicht. Wie ist eigentlich der eine von den Zöllnern, der die Papiere da durchgesehen hat? Rathke, Zollassistent Rathke. Ob der morgen wieder da ist, wenn wir wieder durchkommen? Warum? Ach, bei dem ging's so ruckzuck. Die anderen sind auch nicht anders. Aber noch lieber wüsste ich, warum der Motor nicht anspringt. Da ist er ja! Trotzdem will ich gleich mal nachsehen, ob der Filter oder die Glühkerzen. Nee, das kommt gar nicht in Frage. Wir wollen jetzt weg hier. Schließlich haben wir auch noch den Schweizer Zoll. Da vorne ist es ja schon. Dann muss los, abfahren. Hallo, Jean. Tag, Karl. Ihr seid ja früher dran, als ich dachte. Ja, wir sind an der Grenze glatt durch, Kajot. Der ganze Quatsch mit den Zöllnern hat keine Viertelstunde gedauert. Na, prima. Mein neuer Fahrer. Dieter Kemp. Ich bin Jean Ulein, den seine Freunde lieben und seine Feinde fürchten. So, nun, Dieter, gehen Sie mal rüber, dort ins Kontor und geben Sie die Papiere ab. Ja. Umladen lasse ich später. Erstens habe ich im Moment keine Leute frei. Und außerdem wird an dem Wagen, der eure Kisten nach Mailand übernimmt, noch eine Kleinigkeit repariert.
Da kann ich doch gleich mal nachsehen, Chef, warum unser Wagen an der Grenze nicht angesprungen ist. Nee, nee, Junge, das kommt gar nicht in Frage. Jetzt wird erstmal gegessen. Oder willst du deinen Chef verhungern lassen? Nee. Los, lauf rüber mit den Papieren. Weißt du, was los ist? Aber ausgeschlossen. Der Junge ist unschuldig wie neugeborenes Kind. Krumme Sachen sind bei dem nicht drin. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber gerade. Der Junge ist goldrichtig. Muss merken darf. Dann ist zappenduster. Na bitte, dämlich wird am längsten. Also pass auf. Ich lass jetzt abladen. Und wenn es dunkel wird, fange ich an. Mhm. So gegen 10 ist der Fall erledigt. Solange musst du den Jungen festhalten. Ja, ja, das kriege ich schon hin. Ich lasse jetzt die Kisten umladen, dann schicke ich meine Leute weg und du kannst anfangen. Wo steht der Wagen? Hinter Mädel war's. Sehr zum Wohle, Herrschaften. Herr Wirt. Ein Augenblick. Na, was lag? Zufrieden mit dem Zimmer? Ja, ja, alles best. Der Junge, Herr auch? Ja, danke. Dieter, mein neuer Fahrer. Guten Tag. Freut mich sehr. Tja. Ja. Vielleicht da drüben. Ja. Hier ist prima, Chef. Ja, wie prima es hier ist, das müsst ihr erst merken, wenn Gustav uns was zu essen bringt. Bitte sehr. So, was empfiehlt denn der Küchenchef heute? Ein Wein aus der hiesigen Gegend. Hm? Eine anständige Platte Bündnerfleisch und dann vielleicht ein Fondue. Na wunderbar, genau das, was wir brauchen. Fang schon an. Ich muss bloß noch die Arbeiter abfertigen. Dann komme ich. Wo der Herr Uhlein bleibt. Ob ich mal nachsehe, wie weit die mit dem Abladen draußen sind, Chef? Aber nein. Der Jean, der sagt uns schon Bescheid. Den soll man nicht drängen. Der wird dann bloß komisch. Trotzdem möchte ich heute noch den Wagen nachsehen, damit wir morgen früh gleich los können. Nein, kommt gar nicht in Frage. Marianne! Ja? Komm doch mal rüber. Ich komme sofort, Herr Haberschlag. Bitte sehr, die Herrschaften. Stellen Sie es doch rüber. Ist recht. Bitte schön. Ist so in Ordnung? Ja, danke. Darf ich noch etwas bringen, Herr Haberschlag? Ja, natürlich, Marianne. Wir wollen jetzt zu was Besserem übergehen. Ihr hattet doch immer so einen großartigen Weißwein. Ich glaube, den Veltliner haben Sie immer gern getrunken. Ja, richtig, den Veltliner. Oh, ich habe ganz vergessen, die Herrschaften vorzustellen. Das ist Dieter, mein neuer Ritter der Landstraße. Marianne, unseres viertes Töchterlein. Tag. Grüß Gott. Soll ich einen halben und einen ganzen Liter bringen? Einen ganzen Liter natürlich. Und Marianne wird ein Glas mit uns mittrinken. Oder hast du was dagegen, Dieter? Ganz im Gegenteil, Chef. Setzen Sie doch. Und dazu essen wir dann unser Käsefondue. Ist recht, Herr Haberschlag. Hm? Jetzt geh rüber und hol die Ware. Na, was sagen Sie zu dem Fondue, Herr Dieter? Ganz prima. Prost. Prost. Komisch, ich war schon so oft in der Schweiz, aber sowas habe ich noch nie gegessen. Naja, musst eben mit erfahrenen Männern reisen. Da kannst du was lernen. Sag mal, Jantje, wir machen hier auch das beste Fondue von der ganzen Schweiz. Ja, sicher. So, Kinder, was zu viel ist zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich muss mir jetzt eine anstecken. Ach, da habe ich doch meine Zigarren auf dem Zimmer liegen. Ich hol sie ihn schon. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Außerdem ist deine Gesellschaft unserer Marianne wahrscheinlich viel lieber als meine. Ich schwärme aber gerade für ältere Herren. So weit kommt's noch.
Mein Chef ist prima, was? Mhm, ich kann ihn auch gut leiden. Und wie finden Sie seinen Fahrer? Frech. Prost. Prost. Ja, aber Schlag, kann ich etwas für Sie tun? Nein, danke, ich hole mir bloß meine Zigarren. Zahlen bitte. Wir haben alles fertig? Ja. So, ein Liter auf Ihre Rechnung. Wird das auch nicht zu teuer? Ausgeschlossen, heute muss gefeiert werden. Was wollen Sie denn feiern? Heute Morgen war ich noch böse, dass ich nicht bis Mailand durchfahren durfte. Darauf wollen wir trinken. Prost. Prost. Das ist aber ein komischer Grund zum Feiern. Das ist gar nicht so komisch, denn wenn ich jetzt in Mailand wäre, dann wäre ich doch nicht hier bei Ihnen. Sie? Für einen Lastwagenfahrer sind Sie ganz schön schnell. Stück, das ist nicht schlecht. Macht für jeden von uns 4.000 Mark. Ja, oder 1,5 Jahre Gefängnis, was? Halt die Klappe! Los, den Teufel nicht an die Wand! Achtmal ist es gut gegangen, warum soll es denn gerade diesmal nicht klappen? So. 3 Pfennig verdienen wir pro Zigarette. Und 20 Pfennig Strafe pro Stück, wenn wir hochgehen. Mensch, hör auf mit deiner Unkerei! Der Tobi, ja, der Tobi, hat ein Hobby, hat ein Schade, dass man hier nicht tanzt. Wann kommen Sie denn wieder? In circa 14 Tagen, hat der Chef gesagt. Warum? Weil Sie mich so schön bitten, dann könnte ich mich vielleicht dazu überwinden und mit Ihnen tanzen gehen. Würden Sie das wirklich, Marianne? Mhm. Hallo, Chef. In 14 Tagen gehe ich tanzen. Ich muss sofort den Wagen reparieren. Das werden wir wohl lieber morgen früh besorgen. Tag, schon wieder zurück? Ja, wir haben keine Fracht dabei, der Wagen geht leer zurück. Mein Kollege wird gleich kontrollieren. Ich muss gerade rüber zu dem anderen Fahrzeug da. Na, wie sieht's aus? Circa 2 Tage wird die Reparatur dauern. Wenn mein Chef die Bretter heute nicht mehr bekommt, kann er nicht weitermachen am Bau. Haben Sie auch wirklich Pech. Die paar Kilometer bis Radolf zählt, der Motor auch noch durchhalten können. Sagen Sie mal, wie lang sind denn die Dinger? Genau 6 Meter. Passen Sie mal auf. Gehen Sie doch mal rüber zu einem Haberschlag. Die fahren nämlich leer zurück. Vielleicht nimmt Ihnen der paar Bullen mit. Oh ja, danke. Alles in Ordnung. Dankeschön. Dürfen wir jetzt weiterfahren? Einen Augenblick noch. Was denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Ach, entschuldigen Sie, meine Herren. Ja? Könnten Sie vielleicht, ich meine, Sie fahren doch leer. Ja, natürlich. Und nach Radolfzell ein paar Bullen mitnehmen. Mein Chef kann sonst nicht weiter mit dem Bau.
Der Transport wird natürlich bezahlt. Das machen wir doch, Chef. Also meinetwegen, aber schnell, Mr. Bach. Ich will endlich weg von hier. Aber natürlich. Vielen Dank. Ich hole die Bullen gleich runter. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Haberschlag fertig? Eigentlich ja, aber ich will vorsichtshalber noch mal unter den Wagen sehen. Aha. Na, das passt ja prima. Was denn? Ich meine, Sie haben doch eine Ladelänge von 6 Metern. Ja, natürlich. Warum? Da passen die Dinger haarscharf rein. Die sind nämlich auch 6 Meter lang. Ich habe mit dem Spiegel unter dem Wagen kontrolliert, da ist nichts. Mann, nu, warum geht denn das da nicht weiter? Vielleicht klemmt da was im Wagen. Warten Sie, ich sehe mal nach. Die wollen flitzen, da stimmt doch was nicht. Ich verständige die Polizeistreifen und gebe die Kennzeichen durch. Achtung, Achtung an alle Streifenwagen im Bezirk Konstanz. Hier Zollstelle Emmishofer Tor. Flüchtigen Lastkraftwagen mit Kennzeichen MCX528. Ich wiederhole, MCX528, sofort anhalten. Ende. Fahren Sie bitte hier runter. Da ist gesperrt. Was ist denn los, Chef? Warum sind Sie denn abgehauen? Schnauze, Mensch! Ist hier ein Laster mit offenen Türen vorbeigefahren? Ja, darunter. Vielleicht so vor 10 Minuten. Was machen Sie denn da, Chef? Sind Sie verrückt geworden? Du Esel, hilf mir doch! Ja, rausschmeißen! Zigaretten soll ich heißen, Chef. Gemeiner! Und... Aha, so ist das also. Zigarettenschmuggel. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Kommen Sie her.
Dass Dieter Kemp nichts mit dem Schmuggel zu tun hatte, stellte sich natürlich sofort heraus und er wurde gleich freigelassen. Der Lastwagen wurde eingezogen und Haberschlag bekam wegen fortgesetzten Bandenschmuggels ein Jahr Gefängnis. Als er erfuhr, dass er auch noch wegen Zollhinterziehung 100.000 Mark bezahlen sollte, wollte er das wohl nicht alleine tragen und gab auch noch prompt seine Komplizen preis.